Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Stressanalyse durchführen. Es gibt zwei Möglichkeiten, eine ökologische Stressanalyse durchzuführen. Sie können entweder das Stressniveau jedes ökologischen Schlüsselattributs bewerten, das Sie speziell für die Ökosysteme und ihre Komponenten erstellt haben, oder Sie können generische Stresse formulieren, die anschließend mit den ökologischen Schlüsselattributen verbunden werden können. Die erste Option liefert ein detailliertes Verständnis des Zustands jedes Ökosystems und seiner Komponenten, nimmt aber etwas mehr Zeit in Anspruch. Die zweite Option der Formulierung generischer Stresse wird schneller sein, bleibt aber deutlich oberflächlicher. Sie können jederzeit zurückkommen und diesen Schritt bei Bedarf überarbeiten und vertiefen. Letztlich bedeutet ein höherer Zeitaufwand an dieser Stelle ein vertieftes Verständnis und gerade auch in inter- und transdisziplinären Planungsgruppen durchaus wichtige Erkenntnisgewinn. In diesem Fall wird das Stressniveau der ökologischen Schlüsselattribute bewertet. Hier gibt es ebenfalls zwei Optionen, die detaillierte und die abgekürzte Analyse. Bei der detaillierten Analyse wird die aktuelle Kritikalität eines jeden ökologischen Schlüsselattributs anhand der räumlichen Ausdehnung, des Schweregrads und der Reversibilität oder Dauerhaftigkeit bestimmt. Bei der abgekürzten Analyse wird die aktuelle Kritikalität direkt festgelegt. Wir entscheiden uns für die detaillierte Analyse. Im ersten Schritt der Analyse werden die räumliche Ausdehnung, der Schweregrad und die Irreversibilität bestimmt. Jedes Bewertungskriterium ist in vier Gruppen unterteilt. Die Bewertungskriterien finden Sie im Marisco Handbuch oder auf der Marisco Homepage. Um eine Bewertung vorzunehmen, klicken Sie einfach auf das gewünschte Feld. Durch erneutes Anklicken können Sie die Bewertung wieder rückgängig machen. Nachdem Sie Elemente bewertet haben, können Sie die nächste Registrierkarte mit dem Titel Aktuelle Kritikalität öffnen. Die Software berechnet diesen Wert automatisch aus Ihren Bewertungen des vorherigen Schritts. Im Fall, dass Sie eine abgekürzte Analyse gewählt haben, können Sie den Wert der aktuellen Kritikalität direkt hier eintragen. Die dritte Registrierkarte umfasst die Bewertungskriterien der vergangenen Kritikalität, des Veränderungstrends und der zukünftigen Kritikalität. Zum Abschluss werden in der vierten Registrierkarte das Wissen und die Managebarkeit bestimmt. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Ergebnisse speichern, da sie sonst verloren gehen können. Die Bewertungen werden ebenfalls automatisch in das systemische Situationsmodell übertragen.